Moin, hallo und kommt zurück zu No Man's Sky in der Expedition 11. Wie man sieht, ich bin hier immer noch am Abbauen. Der Klotz ist halt noch ein bisschen größer als gedacht hier. Und wir bauen das gerade ab und dann sehen wir zu, dass wir jetzt hier die Expeditionstreffpunkte abarbeiten. Und ich will mal gucken, dass wir unter Wasser auf jeden Fall noch was machen können. Dass wir mit der Nautilon dann da tauchen gehen können. Die Ruine finden, dass wir da schon mal, weil das ist was, was wir, glaube ich, abarbeiten können. Die Lebensformen, die 60 Grad haben und sowas da und Langhals oder was es ist, müssen wir mal schauen, wo wir das finden. Ich hoffe, dass wir das Glück haben, dass einer ein Portal gebaut hat dafür. Das wäre ganz cool. Aber das muss ich dann nochmal schauen. So. Okay, nehme ich den Rest jetzt mal mit. Das ist nämlich auch erledigt hier erstmal. Dann schauen wir weiter. Die Expeditionen, die waren immer ein bisschen einfacher, weil du hast immer genau hier das, dies, jenes. Hier habe ich das Gefühl, du musst ein bisschen mehr suchen. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Hier waren irgendwo noch Module. Ich will noch Module mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauchte jetzt. Brauchte ich 10? In die Richtung. Hier irgendwo. Toll. Das hat er schon wieder verbraucht direkt. Okay, wie viel habe ich von den Datenmodulen? 9, reicht nicht. 229 in der Nähe. Ich nehme gerade noch welche mit, weil ich wollte noch 2 Sachen mitnehmen. Dafür brauche ich halt nochmal, ja, Module. Ich hoffe mal, das reicht. Ist doch nicht böse. Monatszehn da lang. Ich glaube, eins brauche ich noch, ein Modul. Dann habe ich aber, glaube ich, genug, hoffe ich mal. Vielleicht brauchte 14, ne? Oder? Hoffe ich mal. Wahrscheinlich habe ich mich wieder verrechnet und dann reicht es doch wieder nicht. Dann kriege ich aber die Krise. Au, das hat mich ganz schön hart gebissen hier gerade. So. Gut, die 83, das nehme ich auch noch mit hier, komm. Au, wieder gebissen. Wie viele Module habe ich jetzt? 20, das muss reichen. Komm, wir gehen. Ich will jetzt hier nicht stundenlang durch die Gegend tigern und nach Modulen suchen. Au. Au, man schützt dich alle. Das ist nicht gut. Dann können wir das, wäre ich ja schon tot. Ich weiß, au. Mein Schild ist auch niedrig. Weil ich die ganze Zeit meine Füße breche hier. So, jetzt können wir uns gerade aufladen. Komm. Okay, so, jetzt Treffpunkt 3. Los. Und go. Und jetzt müssen wir es schaffen hier. Auf geht's. Jetzt müssen wir endlich mal ein bisschen zur Rande kommen hier.
Punkt 3, wo bist du? Paradiesischer Planet, da müssen wir hin, aber erstmal gehen wir hier hin. So. Jetzt kommen wir nämlich ein bisschen weiter. Grobe Sakro-Station. Falsche Richtung, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich wollte ein bisschen was verkaufen. Falsche Seite. Ist doch immer die andere Seite hier. Ich bräuchte echt Upgrades, dass ich mal hier ein bisschen sprinten kann und sowas. Ich hatte in meinem ersten Save so guten gepimpten Charakter mit allem drum und dran, dass ich da keinen Stress mehr hatte. Das war ziemlich angenehm. So, wo war denn dieses komische... Da. Weg damit. Weg damit. Kriegen wir ein bisschen Platz. So, jetzt können wir zum Treffpunkt. Oh, der hat ziemlich abgefahrene Flügel. Wo müsste ich hin? Da oben. Treffpunkt 3, da lang. Portal to the North. Da ist so eine Basis irgendwo, wo ich jetzt hinfliege, oder? Stimmt. Bin mal gespannt. Haben wir das nämlich auch gleich? Ein Blutplanet, okay. Ist alles rot oder? Warum Blutplanet? Oh nein, das ist hier so ein Monochromplanet, ne? Das ist ein Portal. Portal ist natürlich nicht schlecht, aber ich habe keine Koordinaten gerade hier. Da müsste ich mir nochmal welche raussuchen. Dann können wir das eigentlich direkt machen. Was haben wir da drüben? Portal to the North. Ah, Portal... Ja, hier ist ja im Norden, ne? Expedition 11, Rendezvous 3 ist North. Fox Phase 3. Monochromplanet. Da ist eine Base. Ja, ist Fox Phase 3. Auch nicht schlecht. Interessante Hütte. Sieht so ein bisschen leuchtturmmäßig aus. Warum erinnert mich das gerade ein bisschen an ein Nordgebäude? Auch nicht schlecht. Ein Kalzipilz, okay. Klapperwirbel. Ach, da guck mal, der hat ein Klapperding mitgenommen, okay. Sehr monochrom, muss ich zugeben, in die Gegend. Sehr monochrom. Muss ich denn jetzt hinfliegen zum Dingen? Die Richtung. 1500. 1600. Okay, also etwas links von uns. Da lang.
Galactic Meeting. Da gehen wir hin. 2023. Ich glaube, die Gegend sollte stimmen. So kann man es natürlich auch machen, ne? So hochbauen. Ich muss sogar ein bisschen nach oben. Wieso muss jetzt eigentlich alles monochrom sein? Ich sehe gar nichts hier. Galaktisches Meeting. Das müsste ja hier in der Gegend sein eigentlich, ne? 1600 ist jetzt eigentlich nicht so weit weg. Der hat ein paar Module aufeinander gestapelt, auf jeden Fall. Portal Richtung Norden. Wo ist Sungair? Ist jetzt hier das... Ich finde es gerade nicht. Es ist natürlich auch zappenduster jetzt, ne? Ich sehe überhaupt nichts hier. Es ist so zappenduster. Wir landen mal kurz hier vorne auf dem Ding. Kann ich hier überhaupt landen? Was wollte ich eigentlich auch bauen, nur viel höher halt. Aber du siehst ja gar nichts. ...900 in die Richtung, okay, also rechts von uns. Das Portal muss ich eigentlich mitnehmen. Hier lang. Jetzt hänge ich schon irgendwo in der Luft. ...900 müsste aber jetzt hier irgendwo sein eigentlich. Ich sehe aber gar nichts. Das ist immer so ein Hickhack. Du siehst echt gar nichts, wenn es dunkel ist. Portal to the North. Ich finde den Treffpunkt gerade im Dunkeln nicht. Das ist ja doof jetzt. Warum hat denn der keine Lichter? Ich lande mal gerade hier. Das ist manchmal, ich habe irgendwie in der Expedition habe ich immer einen Punkt, der ist Murks. Ich bin raus aus dem Standort, kann das sein? Ich glaube ja, weil hier zählt nichts mehr. Der zeigt mir das hier nicht mehr an. Erreiche den dritten Treffpunkt. Das kann doch nicht so weit weg sein. Ist das eine Ruine hier? Das ist aber nicht das Ding hier, oder? Eigentlich waren das bisher immer andere Punkte. ...600 in die Richtung. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, wir holen mal gerade den dritten und vierten Treffpunkt. Ja, Murks ist. Jetzt muss ich den dritten wieder suchen hier.
Half Moon Island. Dann wir hier mal. Ist das Ding unter Wasser oder bin ich jetzt doof? Da lang. Eigentlich da, Richtung der Basis hier. Oh, das ist Treffpunkt direkt am Portal, wirklich. Kann ja die auch sein, dass es am Portal ist. Da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Was Sinn machen würde, weil wir müssen das Portal ja auch benutzen. Wahrscheinlich ist es hier am Portal. Ich habe aber keine Koordinaten dafür. Ja. Portal. Okay, macht Sinn. Ich habe leider keine Koordinaten am Start. Das ist ungünstig. Kann ich einfach irgendwelche Koordinaten eingeben? Ne, das geht nicht, ne? Jetzt brauche ich den Screenshot. Ich habe gerade keine Koordinaten. Wir müssen auf einen anderen Planeten. Warte mal. Kann ich die überhaupt machen? Ne, die muss ich erst aufladen, ne? Wir gucken mal gerade. Wahrscheinlich muss ich die aufladen. Ja, ich muss die erst aufladen, okay. Sauerstoff habe ich, glaube ich, eine Menge. Hoffe ich. Die Kosten sind zum Glück nicht so hoch gerade. Ich überlege, was ich hier in Permadeath reinbuttern muss. Alter Schwede. Da fehlt noch was. Jetzt haben wir es. Anomalie. Portal schimmert, wenn ich es ansehe, aber es bleibt nie so lange ruhig, dass es meine Augen in Gänzen erfassen können. Ich muss mich konzentrieren. Portal aktivieren. Die haben irgendwelche, kann ich irgendwelche Koordinaten eingeben? Geht das? Wir gucken mal. Normalerweise müsste jede Koordinate eigentlich irgendwo hinführen. Standort fehlerhaft, Annäherung an Zielort. Wir können trotzdem mal gut durchgehen, gucken, was passiert. Also die Koordinate passt nicht. Ich gehe trotzdem mal. Mal gucken, was passiert. Was soll schon passieren? Außer, dass wir im Nichts landen. Oh nein, nicht so ein Planet. Frische Brise, ja. Das ist keine so tolle Brise. Anomale Reise, jo. Wir gehen wieder. Ich hau wieder ab. Treffpunkt 3 und anomale Reise haben wir gemacht. Siehst du, haben wir ja zwei Dinger wieder geschafft. Was? Ist das normal? Orch Uvor, das ist eigentlich da, wo wir sind. Aber warum ist plötzlich alles überwuchert hier? Wut. Ha, ist das ein Bug? Hab ich irgendwas verpasst gerade? Wieso?
dir das mal an. Oh, noch geschafft. Ist das normal? Ich glaube, das ist nicht normal. Guck mal, da hinten ist der Zero Village. Okay, auch nicht schlecht. Wieso ist hier plötzlich ein Berg? Da ist doch irgendwas verbuggt hier. Kannst du erzählen, was du willst? Der Planet hat gerade irgendwie... Oder es gab gerade ein Erdbeben und ich habe was nicht mitgekriegt. Und das Portal ist gerade eingesunken. Ich weiß zwar, dass ich in eine Anomalie gegangen bin, ne? Aber dass dann hier die Realität gerade hier so ein bisschen zusammenbricht. Wer ist er denn? Weiblich und hastig. Okay. Guck das mal an hier. Das Portal ist komplett eingesunken. Das ist doch nicht normal. Egal. Wir gehen weiter. Wir haben zwei Dinger geschafft. Also das mit dem Portal war jetzt gerade merkwürdig. Das war wirklich eine anormale Reise. Expedition. Also wir können hier Belohnung 3 abholen. Guck mal, da haben wir noch Nanit gekriegt, dass wir gleich noch was kriegen. Realitätskörnchen. 7700 Nanit verdient. Weiß ich noch nicht. Anzugverbesserungseinheit. Ja, bauen wir einen Lagerplatz. Ich brauche einen Lagerplatz. Jetzt kann ich wieder was einlagern. Okay, gucken wir mal. Das müssen wir noch machen. Pflanzen können wir machen. Temperatur über 60 Grad. Hier haben wir noch eine neue Belohnung. Eine normale Reise. Navigationsdaten Emerald haben wir gekriegt, okay. Wir können einmal gucken, dass wir ein blaues System fliegen. Blauer Stern, das kann man. Meeresspiegel. Schwarzes Loch betreten. Wasserlebewesen. Wir könnten mal Wasserlebewesen gerade gucken, wenn wir gerade hier sind. Vielleicht finden wir noch zwei. Warte mal. Wobei, wir fliegen da runter, warte. Jetzt haben wir ein bisschen Licht hier in der Bude. Oh. Nein, 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 nein. Was mache ich denn hier? Da lang. Ist ja so, ich versuche ganz geschwieft auszuweichen und bin erstmal voll dagegen geflogen. Hat ja voll funktioniert. Volle Kanne erstmal reingeflogen. Ich dachte, schlenkerst du da ein bisschen rum? Ja, Mist. Nichts mit rumschlenkern hier. Ganz schön viele Lebewesen hier. Die wimmelnden Ozeane. Wasserlebewesen haben wir ab. Guck mal, haben wir drei Stück geschafft heute. Heute ist mal ein produktiver Tag, wa? Drei Errungenschaften geschafft. Wir gehen mal kurz wieder ins Raumschiff. Expedition, hier. Belegenes U-Boot-Antrieb-Upgrade, das brauchen wir. Ich hoffe nur, wir kriegen das immer noch irgendwo unter. Und es geht irgendwo verloren. Also langsam mal sicher ist der Platz ein wenig begrenzt, habe ich das Gefühl, ne? Ja, kriegen wir schon wieder einen Humboldt-Antrieb. Raumschiff-Antrieb kann ich nicht mitnehmen. Den könnte ich gebrauchen, den könnte ich auch gebrauchen. Gucken wir mal.
Ja, wieder was geschafft. Blauer Stern, schwarzes Loch kriegen wir noch hin. Wasserschatz. 500 Quecksilber, nice. Aber 4 Errungenschaften, ne? Vanadit habe ich auch gekriegt. Guck mal, 4 Errungenschaften in einem. Nice. Hier fehlt nicht mehr viel. Dokumentiere einen Pflanzenfresser von mindestens 7 Metern. Da müssen wir mal gucken. Exotische Kreaturen müssen wir noch. Wie, der zählte nicht? Da war doch eine exotische Kreatur. Oder müssen das ganz spezielle Kreaturen sein? Kann natürlich auch sein. Treffpunkt 5. Treffpunkt 4 könnten wir noch machen. Ja, den weiß ich jetzt nicht genau. Wir müssen irgendwie da was finden, aber ich weiß halt nicht genau wo. Pflanzen können wir noch machen. Das müssten wir mal schauen. Da müssen wir eine Kreatur finden, die eine höhere Körpertemperatur hat. Frage ist, wo finden wir sowas? Schwarzes Loch können wir eigentlich so hinkriegen noch. Treffpunkt 4. Vielleicht finden wir auch im Treffpunkt, was wir merken uns bei Treffpunkt 4 vor. Und die anderen müssen wir dann noch suchen. Ich wollte meinen Frachter noch hierher rufen, aber das können wir uns eigentlich sparen dann, oder? Was haben wir denn noch für Planeten hier? Wir gucken mal gerade. Kann ich nicht erkennen. Zeigt er mir nicht an. Giftiger Planet. Paradiesisch. Tja, ist das nicht so viel. Komm, wir gucken mal weiter. Ist das Treffpunkt 5? Ne, warte mal. Kann ich hier den blauen ansteuern? Indium-Antrieb, können wir den bauen? Haben wir den freigeschaltet? Kabelbaum brauchen wir noch, ne? Ne, Indium-Antrieb ist schon einsatzbereit. Dann gehen wir in ein blaues System. Dann haben wir die Augenschaft auch. Dann haben wir gleich 5 hier. Dann haben wir das auch gleich schon, siehst du. Dann haben wir heute richtig gut was geschafft. Blaue Weite. Ich weiß gar nicht, wie ich die Episode heute nennen soll. Eigentlich muss ich die ja kombinieren. Durchbrochener Planet. Vielleicht können wir da was Tolles finden. Indio Plus. Hier ist so winzig, den kann ich nicht mehr anzeigen lassen. Metallüberzogener Mond. Auch nicht schlecht. Der hat 2 Monde. Guck mal hier. Verlorener blauer Mond, okay, auch nicht schlecht. Tja, gucken wir uns den mal an, den durchbrochenen Planeten. Wir gucken uns den mal an. Vielleicht finden wir hier noch eine Anomalie. Das wäre natürlich ganz toll, aber das schauen wir uns dann an in der nächsten Episode. Ich werde jetzt noch landen gerade und dann soll es das mal gewesen sein. Denn ich muss noch ein bisschen was anderes erledigen. Die Episoden für heute müssen nämlich noch online gestellt werden. Und ich will für die Woche halt noch ein bisschen was fertig kriegen. Das muss ich auch später machen dann. Da ist noch ein bisschen was zu tun, ne? Wow. Au. Wo können wir denn hier landen? Ist irgendwo Platz? Da. Landen wir hier. Jetzt bin ich gelandet. Okay, sieht eigentlich ziemlich schick aus. Ich kann noch ein Foto von machen, der sieht eigentlich ziemlich nice aus. Da kommt man sich echt klein vor, wenn man sich den so anguckt, ne? Wir schauen mal, was wir hier noch so finden. Vielleicht finden wir noch eine exotische Lebensform, was ganz toll wäre. Wir brauchen nämlich noch 4. Und dann schauen wir mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.